Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Rister zu einem neuen Part, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir uns aufgemacht und haben versucht, den Weg zum dritten Dungeon freizubekommen. Und dabei haben wir ein Kristall gefunden, aber noch zwei weitere, also zwei Stellen gab, wo wir noch nach etwas suchen sollten. Und jetzt habe ich hier geguckt überall, mir auch Notizen auf der Karte gemacht. Und ja, hier sind auch solche Kristalle. Und da sie auf die Dampfpfeife reagiert haben, werde ich das jetzt auch nochmal probieren. Klasse. Da hat sich der zweite aktiviert und keine Angst, ich bin nur offscreen die Strecken abgefahren und habe dann nach allem geguckt, was man so finden kann, Und ja, habe mir dann Notizen gemacht, wo es denn sein könnte. Beziehungsweise wo es denn war. Beim ersten war ich mal noch sehr sicher, weil der arschig versteckt war. Beim zweiten bin ich es mir nicht mehr. Ach, da bist du wieder, mein kleiner Rubinspender. Komm her, Rubinspender. Und ja, dich habe ich jetzt Rubinspender getauft. Weil du jedes Mal, wenn ich dich treffe, einen Rubin ausspuckst. Schade. Na gut. Ah, hier ist noch einer. Ein Glück sind die Kanonenkugeln nicht limitiert. Ansonsten hätten wir ein riesiges Problem. Alleine nur mit diesem Ding. So. Ah, und da ist der zweite. Damit wäre der letzte Kristall aktiviert. Aber ich glaube, wir sollten dann nochmal zur 3 fahren. Da auch nochmal die Glocke läuten. Glocke, die Dampfpfeife meine ich. Glocke läuten, ja klar. Mhm. Netter Ausdruck. Da sind Piraten irgendwo hier in der Nähe. Da sind sie. Na, wollt ihr nicht mal aufgeben, ihr Spasten? Verschwindet alle, Mann. Ah, verdammt, wir müssen jetzt einen kleinen Umweg fahren. Wegen der blöden Piraten. Macht aber nicht sonderlich viel. Immerhin hören wir so das wunderschöne Zugtheme. Und kommen immer weiter voran. Was mich sehr freut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir jetzt in Spirit Tracks so weit kommen. Ich hätte gedacht, dass ich spätestens nach dem zweiten Dungeon aufgebe. Und, oh, ein Hase! Nummer 4! Und wow, sogar ein One-Catch. Nice, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, mal sehen. Ach ja, wie schön die immer auf Kommando springen und den Zug verfolgen. Die mögen scheinbar Züge. So. So, dann biegen wir jetzt gleich mal ab zur Nummer 3, die ja schon aktiviert ist eigentlich. Und dann hoffe ich mal, dass das noch irgendwie geht. Nein, entschuldigt, ich bin aus Versehen aus dem Menü gekommen. Ich wollte eigentlich nur hinterhergehen, um dann noch ein paar Fässer kaputt zu machen. Für den Fall, dass wir dann nochmal... Und jetzt andersrum, dass wir noch ein paar Rubine bekommen. Wirklich nur, um Rubine zu bekommen. Und jawohl, da ist der letzte Felsen. Und was passiert da? Ein Tunnel. Wie geil. Ein Tunnel. In... Ist das ein Fisch oder ein Drache? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt... Unter Wasser? Können wir überhaupt atmen? Sieh doch mal, Link. Die Schienen laufen über den Meeresgrund und wir haben jetzt Torpedos. Alter, wie geil ist das denn? Und die Musik. Wir haben Torpedos und...
Da ist ein böser, da ist ein böses Ding. Da ist ein sehr böses Ding. Stirb, böses Ding. Stirb, böses Ding, das uns ärgern will. Verschwinde, böses Ding, das uns ärgern will. Verschwinde. Verschwinde, habe ich gesagt. Jawohl, dafür bekommen wir 20 Rubine. Wunderbar. Aber wow. Im Meeresgrund? Absolut geil. Ich bin gerade, ich habe gerade Augen wie ein Reh. Boah, ist das geil. Einfach nur cool. Ach, du schon wieder, du Tintenfisch. Das ist Thaddäus Cousin. So, ja, wie er da schon kommt, ey. Komm doch her. Komm doch her, wenn du dich traust. Schmeckt meine Kanone. Bitch. So. Einmal nach hier. Und einfach nur geil, wie das hin und her geht. Und oh, wow. Ey, ich bin gerade so geflasht. Alter, Thaddäus, verpiss dich. Und ja, er ist Thaddäus. Ich habe beschlossen, dass er Thaddäus ist. Verzieh dich. So. Jetzt haben wir schon 30 Rubine. 60 Rubine für diesen blöden Fisch bekommen. Das ist echt genial. Und da geht es weiter zum. Was ist das denn? Oh nein. Gegen den müssen wir gewinnen und dann fahre ich lieber erstmal in die andere Richtung. Und warum tue ich das? Weil er bestimmt von hinten kommen wird und dann greifen wir ihn an. Mit unseren Torpedos. Während wir schön durch diese Meereslandschaft fahren. Wow, und wie das hoch und runter geht, wie eine Achterbahn. Das könnte man an Land nicht bauen. Und oh, 721 Rubine. Und wir fahren jetzt mal hier lang. Wir umgehen den Kollegen schön, indem wir unseren Abstand ausnutzen. Und die Musik ist einfach nur toll. Und was? Na okay, dich kriegen wir ja noch. Das ist nicht das Problem. Obwohl das arschig ist. Von hier kommt einer, von da kommt einer. Gott, wie soll man denn das bitte schaffen? Ach, Thaddäus nervt auch wieder. Wow. Gegnerbombardement. Na komm her, Thaddäus. Kriegst du ein paar aufs Maul. Dann hat sich die Geschichte. So. Na, fühlst du dich wieder cool, Thaddäus? Thaddäus. Ja, ich weiß, ich muss den bringen. Tintenfische sind für mich immer Thaddäus. Oder Mittagessen. Aber haha, wir umfahren ihn. Wir umfahren diesen bösen Zug da vorne. Der jetzt von unseren Torpedos abgeschossen wird. Oder auch nicht. Leider kriegt er nichts ab und... Oh Gott, hier vor uns ist ja auch noch wer. Oh, komm her, Mann. Komm her, du scheiß Kalamari. Ich will Mittagessen. Ich will Mittagessen. Komm her und lass dich in die Fritteuse schmeißen. Was? Nein! Verdammt! Okay, gut. Wir sind noch sicher. Aber die zwei Züge sind uns auf den Fersen. Und zwar böse auf den Fersen.
Das war jetzt ein kurzer Schockmoment. Aber schön, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe bloß, dass dieser nette kleine Calamaris Thaddäus nicht nochmal kommt. Und wir jetzt gleich im dritten Dungeon alles richtig machen. Und ach, die Musik hier unten ist so chillig, ey. Richtig toll. Das freut mich richtig. Und wir sind jetzt im Meerestempel, einem Wasserdungeon. Dementsprechend habe ich auch Angst. Und ach, hier ist Luft zum Atmen, oder wie? Richtig cool. Endlich sind wir am Meerestempel angekommen. Du bist sicher schon bereit, Link. Ja. Dann los. Ja, los geht's. Zum Glück können wir hier atmen. Und uns hier halbwegs frei bewegen. Mit unseren 7 Herzen. 2 durch Nebenquests bekommene Herzcontainer. Aber ich denke mal, wir finden mit Sicherheit noch mehr, wenn wir dann später das Spiel noch ein bisschen weitergeführt haben. Und noch weiter Nebenquests machen. Gerade auch, weil wir noch Forstkristalle suchen müssen. Jedenfalls sehen wir uns hier jetzt den Dungeon an und... Hey, so ein Dinger kenne ich doch. Die waren doch auch in Waldforsten, nicht? Ja, bei diesem Park. Kriegen wir hier etwa ein Dungeon-Item, das dafür geeignet ist? Und was sind denn das für Felsen? Scheiße, hier kommt man hier überhaupt nicht lang. Was ist hier? Na, okay. Oben bin ich der 2. Oben bin ich der 4. Und du bist der Elektrische, der sterben soll. Okay, wir haben es hier mit Elektrizität zu tun. In einem Wasserdungeon. Hm. Seltsam. Oben bin ich der 3. Von hier aus kann man es nicht lesen. Nämlich auch. Oben bin ich der 1. Also gehe ich davon aus, dass hier die 1 ist, hier die 2, hier die 3, hier die 4. Für oben. Ist ja nur so eine Idee. Aber gut, gehen wir hier weiter. Die Dinger schießen Harpunen, oder? Au. Das ist ärgerlich. Alter, mit Harpunen schießen. Sowas ist gemein. Ach ja, hier muss ich das Weglied spielen. Na gut, was hast du mir zu sagen? Wahrscheinlich, wo ich alle Truhen finde. Boing, boing. Ich kann dir verraten, wo in diesem Stockwerk Schatztruhen versteckt sind für 20 Rubine. Klar. Alles klar, die findest du alle hier. Du solltest dir auf der Karte Notizen machen. Mache ich auch. Alles klar, wunderbar. Hier sind... Ja, ich habe mir alles notiert, damit ich nicht nochmal 20 Rubine zahlen muss. Hm? Wo sind die hier? Ah, vermutlich muss ich das Schatzsucherlied spielen. Okay, nee, dann muss ich das irgendwie später noch mit einem Schalter aktivieren. Na gut, gehen wir erstmal hoch und gucken, was oben auf uns wartet. Hm. Aua. Irgendwas habe ich doch vergessen. Irgendwas habe ich vergessen und ich bin einfach hier ziellos in den Dungeon reingerannt und... Wieso falle ich hier ständig runter? Egal, habe ich hier irgendwo Krüge, dass ich mich heilen kann? Nee, aber... Hier sind schon wieder Risse! Aber hier gibt es doch gar keine Donnerblumen. Oh, natürlich, jetzt weiß ich es wieder. So dumm, dass sich die Schweine beißen. Ich bin einfach nur bekloppt, bescheuert bis zum geht nicht mehr. Wie kann ich nur in einen Dungeon reingehen? Erst recht in einen Wasserdungeon ohne Schild.
Ganz ehrlich, wie dumm bin ich eigentlich? Ihr müsst es jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Wie doof ich für in euren Augen bin. Jedenfalls... Ich werde mal ganz kurz schneiden und mir ein Schild holen, gegebenenfalls bei Lindebeck. Daher, bis gleich, Leute. Bye, bye. So, ganz kurz, weil ich hier noch einen Hasen gefunden habe, schneide ich mal rein. So, komm her. Das schneide ich nämlich kurz rein, weil ich den hier unterwegs zufällig gefunden habe. Ja. Und damit bis gleich, wenn ich ein Schild habe, Leute. Und schon wieder ein Hase. Das gibt's überhaupt nicht. Ich finde hier irgendwie total viele Hasen in letzter Zeit. Ich war gerade eigentlich auf dem Weg gewesen nach Waldforsten. Hatte zwischendurch noch Terry gesehen, wollte da eigentlich nochmal lang. Und finde noch einen Hasen. Na gut. Bis gleich, Leute. Diesmal aber hoffentlich wirklich. So, ich habe mir jetzt inzwischen einen Shit gekauft. Man sieht ihn schön an Linksrücken. Aber ich glaube, nachdem jetzt so viel Fell passiert ist, brauche ich einfach eine Aufnahmepause. Und deswegen war das jetzt nur eine Stippvisite im Dungeon. Mal ganz grob reingeguckt. Und jetzt machen wir dann im nächsten Part richtig den Meerestempel. Wasser Dungeon, das fängt einfach schon gut an. Ich muss mich erstmal aufspannen. Bis dann, Leute.